Assalamu alaikum, marhaba und guten Tag an euch allen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, so dass wir mit unserer neuen Folge starten können. Heute lernen wir den Maf'ul bihi, den Akkusativ, nachdem man mit wenn oder was fragt. Also merkt euch erstmal Fi'l, dann Fa'il, dann Maf'ul bihi. Kann es in anderen reinkommen? Ja, kann es. Was ihr noch wissen solltet ist, dass ein Maf'ul bihi Mansub ist. Also ist er Singular, dann kriegt er einen Strich oben am Ende, also Fatha. Wenn es Dual ist, einen Ja mit Sukun darauf und bei Plural einen Ja mit dem Buchstaben davor zu verlängern. Und jetzt fangen wir gleich mit dem Beispiel an. Heutzutage wird so viel Geld verschwendet, weil man den Kindern oder den Leuten Geld gibt, die es schnell ausgeben. Und deswegen sollte man sie erstmal testen, indem man schaut, ob sie diese Fähigkeit haben oder aussehen, dass sie Glück handeln. Und dann zum nächsten Schritt kommt und sie anhört, wie sie handeln würden, wenn man ihnen viel Geld geben würde. Und wenn er da auch vernünftig antwortet, gibt man ihm eben ein wenig. Natürlich werden viele hier wieder kindisch und kaufen sich dann lieber 5 Becher Eis. Deswegen sagt man Wabtalu al-Yatama und beruft die Wesen. Ibtalu ist das Verb und al-Yatama ist Maf'ul bihi. Weil am Ende ein Alif Maqsura ist, kann man keinen Zeichen, also hier den Fatha, schreiben. Und wird dann, so wie ihr ihn hört, ausgesprochen, Yatama. Das nächste Beispiel ist وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ und gibt nicht den Toren euren Besitz. Wa und la nicht tu gibt al-sufaha die Toren, die nicht richtig erwachsen handeln können, amwalakum euren Besitz. Hier gibt es eine schöne Verwechslung, wenn man das so nennen kann. Denn eigentlich musste es ihren Besitz heißen. Doch man sagte euren Besitzer, weil es in den Händen der Verantwortlichen dieser Turin ist. Das nächste Beispiel wird uns zeigen, wann man den Akkusativ nicht vor dem Nomen erwähnen darf. Und zwar Ra'a Musa Isa. Moses sah Jesus, Isa. Wir sehen, dass beide so das Wort Musa und Isa am Ende einen Alif Maqsura haben. Und wir haben gelernt, dass der Nomen im Singular ein Dhamma am Ende hat und der Maf'ul bihi ein Fatha. Also wird man in diesem Beispiel es nicht unterscheiden können. Und genau deswegen muss hier der Nomen als erstes kommen und dann der Akkusativ. Im nächsten Beispiel haben wir einen Possessivpronomen, der wie ein Akkusativ gesehen wird und ganz am Anfang kommt. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Da dienen wir und da flehen wir um Hilfe. Und so sehen wir, dass Iyaka, was im Arabischen Damir an-Nasb bezeichnet wird, ganz am Anfang kommt und das auch seine Gründe hat, die wir aber ein anderer Mal vielleicht erklären. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ und als Ibrahim von seinem Herrn geprüft wurde. Hier verwechselt man öfters
Und sagt Ibrahimu Rabbahu. Und es ist ein großer Unterschied, wer wen geprüft hat. Der Grund, warum der Akkusativ vor dem Nomen ist, ist, weil der Nomen einen Pronomen hat, seinem, also Ibrahims Herr. Und deswegen kann man ja nicht sagen, und als sein Herr Ibrahim prüft. Es hört sich dann komisch an, und der Pronomen kehrt zu keinem Wort zurück. Deswegen kam der Akkusativ vor dem Nomen. Und somit sind wir fertig. Jetzt zu den Übungen. Finde den Maf'ul bihi in diesen Sätzen. وَأْمُرِ الْمَعْرُوفَ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. Und gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Und Allah erlaubte das Verkaufen und hat das Zinsnehmen verboten. وَشَاوِرْهُمْ. Und konsultiere sie, berate dich mit ihnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder mal vorbei. Abonniert unseren Kanal, teilt ihn, schreibt uns eure Meinungen und ma'assalama. Assalamu alaikum, euer Bilqalam.